Planet Hollywood Radio. This is the sound of your planet. Wir sind zurück bei Planet Hollywood Radio, Power by Metal Wine, hier auf der Frankfurter Musikmesse. Der nächste Gast ist da, Eggy von Edguy. Hallöchen. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Du hast es ja nicht ganz so weit gehabt von Fulda nach Frankfurt, oder? Ja, das ist eigentlich ganz easy, gell? Bin hier ganz gemütlich hergefahren, habe mich auch schon wirklich auf die Musikmesse gefreut. Ich bin jetzt 6 Jahre nicht mehr hier gewesen und es macht mir heute tierisch Spaß, einfach ein bisschen rumzuschauen. Bei der Gelegenheit hat unsere Agentur auch mehrere Interviews noch für mich klar gemacht und ich werde am Freitag nochmal hier sein, werde eine Vorführung bei Gibson machen. Ja, das macht tierisch Spaß alles. Ja, die Interviews gibt es natürlich für das neue Album Space Police. Warum geht's darum? Bitte? Worum geht's darum im Album? Tja, wenn ich das wüsste. ja, Space Police, also ganz konkret der Song, ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil wir in letzter Zeit festgestellt haben, dass in der Metal-Szene auch mittlerweile immer mehr Regeln gelten, wie ein Heavy-Metal-Album zu sein hat, in Anführungsstrichen. Und wir haben uns überlegt, dann müssen wir eigentlich diese Erde verlassen und müssen raus in den Weltraum fliegen, denn dort gibt es keine Regeln. Da gibt es nur die Schwerelosigkeit. Wir machen dort unser Album. Aber in unserer Geschichte kommt natürlich die Space Police an und die sagt, nein Leute, hier gibt es auch Regeln, die ihr euch zu halten habt. Ja. Ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte und nimmt quasi tatsächlich das ein bisschen aufs Korn, dass ja Edguy auch schon eigentlich schon immer etwas anders war, in Anführungsstrichen. Also wir waren ja für viele Leute zu lustig dafür, dass wir eine Heavy Metal Band waren und dass wir halt unseren ganz eigenen Kopf haben und unseren eigenen Humor. Und dafür manchmal auch ein bisschen ins Kreuzfeuer geraten, was uns aber offen gesagt wirklich egal ist. Also wir wollen da uns gar nicht davon beeinflussen lassen. Aber da hat Tobi eine tolle Geschichte drum kreiert, finde ich. Ich finde ganz toll, dass ihr wieder da seid. Zwischendurch war ja ein kleines Päuschen, weil Tobi noch anderweitig beschäftigt war mit verschiedenen Dingen und dann natürlich auch mit Avantasia. Jetzt habt ihr das Album relativ schnell doch zusammengezimmert. Ja, darauf sind wir auch besonders stolz. Also wir haben in der Hinsicht tatsächlich das erste Mal unsere Arbeitsweise etwas geändert. Wir haben letztes Jahr uns im August oder September das erste Mal seit langem wieder zusammengesetzt. War übrigens auch ein echtes Erlebnis, sich einfach mal über mehrere Monate überhaupt nicht mehr gesehen zu haben. Das kam bei uns in den letzten 18 Jahren überhaupt nicht vor. Und allein das, wir haben uns damals in Kassel zusammengesetzt, in einem schönen Café draußen gesessen. War perfektes Wetter, ähnlich wie heute. Und es war schön, sich überhaupt erstmal wiederzusehen, erstmal wieder Gedanken auszutauschen, mal so ein bisschen einfach so Smalltalk zu halten, wie geht's zu Hause und so weiter und so fort. Und dann haben wir relativ schnell auch gesagt, wir möchten uns jetzt einfach mal selber einen gewissen Druck aussetzen. Wir möchten diese Platte bis im April rausbringen und haben dann quasi rückwärts gerechnet, bis wann sollten wir die Songs am Start haben, wann gehen wir ins Studio, wie lange brauchen wir im Studio. Dann war uns klar, dass wir uns diesmal besonders gut vorbereiten müssen darauf. Und das hat Spaß gemacht, unter diesem Zeitdruck in Anführungsstrichen zu arbeiten. Im Nachhinein gesehen war es ein sehr positiver Stress, also eigentlich überhaupt kein Stress, wenn man überhaupt von Stress reden will, weil wir vorher natürlich schon Angst gehabt haben, was passiert, wenn wir das jetzt nicht einhalten können bis April. Dann hatten wir natürlich Plan B, wir hätten das rechtzeitig erkannt und hätten dann unserer Plattenfirma Bescheid gesagt, ja, wir brauchen doch etwas länger, wir haben uns ein bisschen überschätzt. Aber glücklicherweise ist das so gar nicht gewesen und jetzt sind wir ganz besonders stolz auf dieses Album. Und ich weiß, es ist eine Phrase, aber wir sind wirklich überzeugt, dass das beste Edguy-Album bisher überhaupt geworden ist. Und bevor jetzt wieder gleich einer meckert, ja, das sagen sie doch alle, sage ich gleich, ja, das ist natürlich, dass man das sagt, weil man ja nie freiwillig ein schlechteres Album machen möchte als das davor. Aber wir haben wirklich ein extrem gutes Gefühl dadurch. Vielleicht war das wirklich die beste Entscheidung, die wir treffen konnten, uns einfach mal selber diesem Druck auszusetzen und viel, viel konzentrierter als sonst daran zu gehen. Und was mich ganz persönlich freut, weil ich ja auch eigentlich Fan der härteren Gangart bin, dass diese Platte auch durchaus eine ganze Ecke härter und kratziger und eckiger und kantiger geworden ist, als das jetzt die letzten Alben gewesen sind. Als langjähriger Freund der Band kann ich bestätigen, es ist ein verdammt gutes Album geworden. Ob es das Beste ist, kann ich persönlich noch nicht sagen, weil ich durfte erst einmal reinhören. Aber auf dem Album gibt es natürlich einen Song, da werden sich natürlich die Geister dran streiten. Was haben sie denn jetzt schon wieder gemacht? Du weißt, worauf ich anspiele. Natürlich weiß ich das, genau. Ja, wir hatten eine ganz schräge Idee, die eigentlich schon seit einigen Jahren immer wieder mal in unseren Köpfen rumgegeistert ist. Und zwar, wir wollten eine Nummer von Falco covern. Und vor vielen Jahren war schon mal die Idee, dass wir den Kommissar covern wollten. Aber irgendwie ist der Funke nicht richtig übergesprungen. Wir haben das im Proberaum ein paar Mal probiert, hat nicht so richtig funktioniert und jetzt plötzlich haben wir halt gesagt, jetzt machen wir halt Rock Me Amadeus und der hat gepfunzt, also hat sofort gefunkt bei uns und hat tierisch Spaß gemacht und genau, das sind wir wieder genau bei dem Thema, was ich eben schon angesprochen habe. Da wird es wieder einen Haufen Leute geben, die allein schon beim Lesen des Titels Rock Me Amadeus schon sagen,
das geht doch nicht, gell? Also ich kann letztendlich nur sagen, wir hatten eine Menge Spaß dabei. Ich finde die Nummer super geil. Es wird eine sehr geile Partynummer, bin ich mir ganz sicher. Und die Leute sollen es einfach auf sich zukommen lassen. Also ich habe da keine Lust, jetzt das den Leuten schön zu reden. Wer es nicht mag, soll es halt nicht mögen, ist auch nicht schlimm. Wir sind's. Ich finde es ziemlich geil. Ich kann mir vorstellen, dass man da insbesondere nach ein, zwei Drinks richtig gut abgehen kann. Apropos ein, zwei Drinks, du hast ja gesagt, du magst es gerne ein bisschen härter. Magst du denn auch ein bisschen härtere Getränke? Wir haben ja hier ein paar schöne Spezialitäten von Metal & Wine mitgebracht und du hattest mir im Vorfeld gesagt, du hast schon mal den Slayer-Wein gesehen. Ja, ich habe ihn nicht nur gesehen, ich habe ihn gesehen, das stimmt. Er steht bei mir zu Hause im Schrank. War schon mal ein sehr schönes Geburtstagsgeschenk von einem Freund von mir. Ich habe ihn noch nicht geöffnet, nicht etwa, weil ich nicht trinken will, sondern einfach, weil ich im Moment einfach nur auf den schönen Moment zu Hause warte, wo ich mal sage, so und jetzt mal ein Slayer-Wein und das kam jetzt die letzten Monate noch nicht vor. Dann wollen wir mal sagen, wir testen mal heute mal. Ich wollte sagen, ich wittere meine Chance, dass ich jetzt den das erste Mal testen darf. So soll es sein, lieber Iggy. Dann darf ich dich bitten, die Flasche sozusagen kurz zu köpfen. Wir hatten vorhin schon mal die Gelegenheit, einmal rein zu... Ja, wir hatten vorhin schon mal rangenippt, aber... Guck da, so viel fehlt. Ich weiß nicht, dass das gleich fürs Protokoll klar ist, gell? Ich darf dich bitten. Das Schöne ist auch, am Slayer-Wein hat einen Schraubverschluss. Das heißt, du hast gar nicht den Stress. Ganz nervös. Gar nicht den Stress. Wie macht man das richtig? Mit der rechten Hand? Mit der rechten Hand rein. Gluck, gluck, gluck. Ja, wollen wir uns nicht übertreiben heute. Gut, ist gut, ist gut, ist gut. So. Mag der junge Herr auch? Ja, sehr der gerne. Der Herr mag auch. So, schickt für dich. Nein. Du bist ein wahrer Freund. Genau, warte, jetzt muss ich genau gucken, das Augenmaß. Weil kennst du das Dilemma, wenn ich dir jetzt zu viel eingeschüttet hätte? Ja, ist klar. Ich verzeih's dir aber nach. Du. Dann muss ich ja, dann mache ich mal zu viel, dann muss ich bei dir wieder und dann. Dann wären wir nie fertig. Mal da, genau. Und dann? Und dann geht's nämlich nachher, so in 3 Minuten. Oh, neuer Edguy, Space, Police. So. Und das sollte heute nicht sein. Aber da ich, wie du schon sagtest, ein großer Slayer-Fan bin... Stoßen wir noch mal an auf den guten Jeff, der ja leider nicht mehr unter uns weilt. Ja. Und ja, hell awaits. Nein, hoffentlich nicht. Prösterchen.